Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Ich sage immer The Last of Us 2, aber es stimmt technisch gesehen gar nicht. Es ist natürlich The Last of Us Part 2. Und es wird wellig. Was war denn das gerade? Habt ihr das gehört? Oh, es geht raus aufs offene Meer. Schön langsam. Ich meine, technisch gesehen sind wir irgendwie schon im Meer, oder? Das Meer hat sich die Stadt Seattle so ein bisschen zurückerobert. Aber jetzt sind wir auch da, wo früher schon der Hafen war. Ja, sehr ungünstig jetzt. Dammit. Ich verstehe nicht, warum die in der Welt von The Last of Us, zumindest hier in Seattle, keine Buffal anhaben. Buffal ist so ein bayerisches Wort. Schwimmflügel. Schwimmflügel. Buffal, ja. Da ist also in meinem Kopf gespeichert als Buffal. Die Schwimmflügel. Wie oft benutzt man das Wort schon? Es wird dramatisch, man merkt schon. Die Lichtstimmung, das Wetter, die Soundkulisse. Ah, ich dachte für einen kurzen Moment, das ist ein Safe. Wäre ein sehr großes Drehschloss an dem Safe, stimmt schon. Naja, fast. Authorized personal only. Wir sind leider nicht authorized anscheinend. Schade. Verdammt. Wahrscheinlich haben die hier keinen Loot versteckt, um die Spannung nicht zu stören. Die Anspannung der Szene gerade. Auf geht's. Wir sind im Aquarium. Endlich am Ziel. All die Strapazen, der ganze Scheiß hat uns hierher geführt. Das war unser Ziel von Anfang an. Jetzt werden wir erfahren, ob es das wert war. Oder auch nicht, weil ich keine Ahnung habe, wo wir lang... Ah, okay. Wahrscheinlich da lang. Was ist das alles?
Das ist schon cool, hier im Aquarium durch dieses künstliche Riff zu laufen. Voller Seepocken. Die sehen wirklich so aus wie die Gewächse auf den Dingern, ne? Aber die haben auch die Bloater, die Boomer. Heißt die jetzt Boomer, die großen, gegen die wir gerade gekämpft haben? Oder Bloater? Ich bringe die alle durcheinander. Die haben die umdesignt. Die haben jetzt auch solche komischen Gewächse auf ihrem Körper und nicht mehr wie im ersten Teil. Die sehen ganz anders aus jetzt. Also, keine Ahnung. Ist ja egal. Nur weil ich in einem Video mal gesagt habe, das sieht aus wie Seepocken, die Gewächse auf dem neuen Shambler. Aber wie gesagt, die haben die Sporenkapseln bei den anderen Gegnern auch umdesignt. Die sehen jetzt auch so Seepockenmäßig aus. Deswegen bin ich mir nicht mehr sicher, ob das nicht einfach nur so eine allgemeine Designentscheidung ist und nichts mit der Law zu tun hat. I am the Law! Das sollte ich zum neuen Kanalslogan machen. I am the Lore. Moment, bin ich jetzt von da gekommen? Müssen wir da runter? Ja, wahrscheinlich. Sind wir uns sicher, dass wir hier richtig sind? Es sieht hier schon sehr dunkel und verlassen aus. Scheiße. Dann gehen wir durch den unauffällig beleuchteten Schacht hier. An der Stelle habe ich Ellie in meinem ersten Playthrough hassen gelernt. Da war es vorbei mit lustig. Ab dem Moment habe ich den Charakter gehasst. Nicht nur, dass sie den Hund umbringt, kaltblütig. Ich meine, ein bisschen in Notwehr, aber sie ist ja trotzdem die blöde Bitch, die hier unbedingt herkommen muss und alle umbringen muss. Und dann sagt sie, blöder Hund. Als ob der Hund was dafür könnte. Blöde Bitch. Ich hasse Ellie, ey. Ich hoffe, wenn es einen dritten Teil gibt, dann geht es nicht mehr so sehr um Ellie. Ich hoffe, die stirbt am Anfang dann irgendwie. Gott. Was zum Teufel ist hier passiert? Hier wurde jemand operiert, offensichtlich. Ah, das ist jetzt die Frage. Wo gehe ich lang? Da lang oder? Ich habe Angst, dass ich jetzt hier die Tür öffne und dann ist es vorbei. Dann wird eine Cutscene ausgelöst und Ende. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier lang. Ich bin mir echt nicht sicher. Oder muss ich da lang? Oh. Was? Oh. Jetzt. Firefly.
Ich frage mich auch wirklich, während des Spielens frage ich mich an vielen Stellen, ob das Absicht ist, ob die Ellie irgendwie unsympathisch machen wollten, ob die quasi so eine Dissonanz zwischen Spieler und der Figur herstellen wollten. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob das Absicht ist. Aber das ist auch die Erfahrung, die viele andere Spieler gemacht haben, was ich so gelesen habe, dass die Ellie während des Spielens immer mehr hassen gelernt haben, immer mehr Abneigung ihr gegenüber empfunden haben. Aufgrund der Aktionen, die man selber mit ihr durchführen muss in den Kämpfen, aber auch die Entscheidungen in den Cutscenes, wie dass wir Tommy im Stich lassen einfach und so Sachen. Naja. Weiter geht's. Von dieser Insel kommt nie jemand zurück. Wie oft hat Abby für dich ihr Leben riskiert? Das war ihre Wahl, verdammt. Ich gehe da nicht hin. Dann lass es. Geh zurück. Fick dich, Owen. Hände hoch. Wo ist Abby? Du bist die Kleine aus Jackson. Sag mir, wo sie ist. Tötest du uns nicht trotzdem? Wenn du es ihr sagst, sind wir tot. Ihr könnt das überleben. Ich brauche nur sie. Bullshit. Du. Komm her. Beweg deinen Arsch hierher! Zeig mir auf der Karte, wo sie ist. Und danach du. Wir stimmen nicht überein. Okay. Was hast du vor? Sie ist bestimmt eh schon tot. Das ist es nicht wert. Stopp! Wir können überall. Geh sofort zurück! Zeig mir, wo sie ist. Zeig es mir einfach! Owen! Sie. Sag mir, wo Abby ist. Wo ist sie? Alles ist gut. Komm schon, gehen wir. Gehen wir. Alles ist gut.
Ja, genau. So ist das mit Ellie. Das wird nicht klappen. Da ist alles voller Schnee. Nein, wenn wir da ankommen, wird alles getaut sein. Wo willst du hin? Brauchte nur Luft. Warum seid ihr noch wach? Konnten nicht schlafen. Hier, sieh dir das an. Wir wollen über Ellensburg nach Hause zurück. Wenn wir bis morgen in Fall City sind, wäre das gut. Hey. Die haben gekriegt, was sie verdienen. Aber sie darf weiterleben. Ja. Ist das okay? Muss es sein. Ich freue mich echt nicht drauf, wieder durch Idaho zu kommen. Du solltest dir lieber Sorgen machen, was Maria mit dir anstellt, wenn du zurückkommst. Wir haben schon Schlimmeres durch. Aber als ich in die Stadt durch so eine Nobelecke kam, habe ich eine Halskette gefunden. Die funkelt ziemlich. Glaub, die ist aus echtem Gold. Du glaubst, die ist aus echtem Gold? Es ist echtes Gold. Zeig mal. Ich weiß, wie Gold aussieht. Wenn die echt ist, können wir sagen, sie ist von uns allen? Such dir was Eigenes zum Bestechen. Wie geht's dir? Gut. Ellie. Gut. Danke, dass du für mich da warst. Ich lass meine Freunde nicht im Stich. Du bist so schmalzig. Okay, wie wär's mit... Meine Freunde kommen eben ohne mich nicht klar. Schon besser. Scheiße. Jesse? Steh auf! Hände hoch oder ich erschieße ihn! Mach es bloß nicht, Ellie! Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagt! Halt die Fresse! Fuck. Okay. Stopp! Stopp! Waffe runter! Waffe runter! Fuck. Nein! Nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freunde getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und es war umsonst. Vier Jahre zuvor. So, aber hier machen wir für heute einen Cut, denn jetzt beginnt im Grunde ein neues Kapitel im Spiel. Ab hier übernehmen wir die Kontrolle von Abby. Und ich will nichts spoilen, wie gesagt, für alle, die es noch nicht kennen, das Spiel. Aber ich kann schon mal sagen, dass für mich, meiner Meinung nach und meinem Gefühl nach hier, das klassische Videospiel beginnt. Abby ist im Grunde wirklich eine ganz klassische Videospielheldin von ihrer Motivation her und von ihren Entscheidungen her und von der Inszenierung her. Das werden wir dann gleich alles sehen in den nächsten Folgen.
Es ist eigentlich schon fast eine leichtherzige Geschichte mit einem klaren Videospiel-Feindbild, ganz klar böse, gegen die wir hier kämpfen, quasi in dieser Auseinandersetzung. Mit einer Entwicklung, die sie durchmacht und so weiter. Es ist wirklich, hier beginnt eigentlich ein echt fast schon leichtherziges und ziemlich gutes klassisches Videospiel. Ich glaube, hätte man den ganzen Ellie-Part, den wir jetzt gespielt haben, weggelassen oder diese ganze Ellie-Joel-Geschichte nur so nebenbei in Rückblicken erzählt oder sowas, hätte man das ganze Spiel viel mehr auf diesen Part, der jetzt kommt, fokussiert, wäre es das bessere, angenehmere, auf jeden Fall Videospiel im Sinne von Videospiel. Aber natürlich würde dann die Botschaft von wegen, ne, Gewalteskalationsspiralen, Racheeskalation nicht so deutlich rüberkommen. Und es hätte wahrscheinlich auch nicht so eine nachhaltige Wirkung auf den Spieler. Allerdings wäre es das angenehmere Konsumgut, auf jeden Fall. Aber gut, da kommen wir jetzt eben in den nächsten Folgen dazu. Ich kann nur sagen, dass eben hier eigentlich meiner Meinung nach wirklich so dieses klassische, nette Videospiel jetzt startet. Es ist immer noch The Last of Us, es ist immer noch eine düstere Welt, aber die Charaktere sind sympathisch, die Atmosphäre ist irgendwie nett, es ist einfach wirklich cool. Und wenn man nicht wüsste, was den ganzen Charakteren zustoßen wird, weil man sie ja gerade eben gespielt hat mit Ellie, dann läge nicht so ein düsterer Schatten über dem Ganzen. Aber das macht es eigentlich fast noch schlimmer, dass die Figuren jetzt hier halt so nett und cool dargestellt werden. Aber das sehen wir dann alles in den nächsten Folgen. Und da könnt ihr euch dann selber ein Urteil dazu machen. Für heute ist erstmal Schluss. Macht's gut, bis dann. Ciao.